Ja, willkommen bei Bastelfreak News, Teil 10. Ja, Freunde, schön, dass ihr wieder dabei seid bei den Bastelfreak News, und zwar Teil 10. Ja, es gibt wieder ein paar Neuigkeiten, aus diesem Grund habe ich wieder eine News-Folge erstellt, beziehungsweise bin gerade dabei. Bevor wir beginnen, wie immer, die Abo-Zahlen. Wir liegen aktuell bei 773 Abonnenten. Kann sich natürlich noch ein bisschen ändern, bevor dieses Video online geht. Dann kommen wir mal zu einem wichtigen Thema. Der eine oder andere kann sich vielleicht noch daran erinnern, dass ich am Anfang von Bastelfreak, also von dem Kanal, relativ am Anfang, ich glaube, ich hatte damals 120, 130 Abonnenten, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich hatte mich damals bei Amazon angemeldet für dieses Partnerprogramm. Dieses Amazon-Partnerprogramm funktioniert im Grunde wie folgt. Wenn ich irgendwelche Teile in meinen Videos verwendet habe, dann kann ich bei Amazon diese Teile raussuchen, dann einen Link erstellen und das in meine Videobeschreibung unten reinpacken. Und wenn ihr euch zum Beispiel die Videos anschaut und möchtet exakt dieses Projekt genauso mit den Komponenten nachbauen, dann könnt ihr über diesen Link direkt zu diesen Teilen kommen und dann bestellen. Der Vorteil, nein, anders gesagt, für euch entstehen keine Mehrkosten. Das heißt, die Teile kosten genauso viel, als wenn ihr selbst irgendwie die Teile sucht. Für mich entsteht dann ein kleiner Benefit, sage ich jetzt mal, wenn ihr die Teile tatsächlich auch über diesen Link kauft, dass ich dann 1%, 2%, je nachdem, was das für Teile sind, brutto von Amazon bekomme. Das bedeutet natürlich, wenn ein Teil als Beispiel, keine Ahnung, 100 Euro kostet und 1% davon wären 1 Euro, diese 1 Euro sind brutto, davon muss ich natürlich noch Steuern zahlen und keine Ahnung, was noch alles dazu kommt. Auf jeden Fall bleiben jetzt keine Euros, also 1 Euro übrig, sondern da muss man auf jeden Fall Steuern bezahlen. Und um das tun zu können, muss man natürlich auch ein Gewerbe haben. Also falls ihr euch auch mit sowas beschäftigen wollt, Amazon Affiliates und so weiter und so fort, denkt dran, ihr braucht auf jeden Fall ein Gewerbe. Aber das ist jetzt nicht Bestandteil dieser Geschichte. Es geht mehr darum, damals hat man mein Partnerprogramm gekündigt und mittendrin einfach so, obwohl ich schon so viel Arbeit reingesteckt hatte, alte Videos habe ich wieder nachgeholt, beziehungsweise Links reingepackt, die ganzen Komponenten rausgesucht. Also es war wirklich sehr viel Arbeit. Die einen oder anderen kennen das Problem noch, das hatte ich glaube ich irgendwann mal auch erwähnt, in irgendwelchen alten News noch, dass Amazon mein Partnerprogramm, also diese Zusammenarbeit einfach gekündigt hat. So, und dann stand ich da, ich wusste die Begründung vor allem nicht. Dann habe ich mich mit dem ein bisschen auseinandergesetzt, telefoniert hin und her und letztendlich hat es herausgestellt, dass Amazon meinen YouTube-Kanal gecheckt hat und es war alles in Ordnung, nur meine Abonnentenzahlen waren einfach zu gering. Und dann habe ich mich noch ein bisschen mehr schlau gemacht und habe dann irgendwo so eine Zeile gefunden von Amazon, wo sie mindestens 500 Follower, nennen die das, erwarten. Also mindestens 500 Follower. Und in der E-Mail, die ich von Amazon bekommen habe, hieß es auch, mehrere hundert Follower sollten schon drin sein. Wir sind jetzt knapp fast bei den 800 Follower und aus diesem Grund spiele ich jetzt mit dem Gedanken, mich wieder bei Amazon Partner zu bewerben. Ich hoffe, dass ich diesmal so ein bisschen den Aufwand gering halten kann und so, dass erst wenn diese Bewerbung durch ist und Amazon das Ganze akzeptiert, ich dann auch, dann alle anderen Videos auch nachholen werde mit den Links. Dann habt ihr die Möglichkeit, über diese Links, wie gesagt, die Teile zu bestellen. Für euch entstehen nicht mehr Kosten. Es bleiben alle Preise für euch identisch, nur dass ich dann so ein kleines bisschen Unterstützung bekomme, um auch meine Projekte so ein bisschen, sage ich jetzt mal, zu finanzieren. Ist jetzt nicht viel, aber Kleinvieh macht auch irgendwo Mist. Dann kommen wir zu einem Thema, was Videoformate angeht, beziehungsweise vielleicht hat es der eine oder andere schon gemerkt. Ich habe mal ein Video hochgeladen, falls du es noch nicht gesehen hast, ich verlinke dir das hier oben rechts im Bild. Und zwar ging es darum, ein VW-Emblem zu folieren mit Carbonfolie. Dieses Video ist nur in Zeitraffer zu sehen. Das heißt, wie ich das Teil ausbaue, beziehungsweise auseinandernehme, säubere, foliere und wieder einbaue, da sage ich kein Wort, ich erkläre auch nichts, das ist ein Zeitraffer-Video. Warum habe ich dieses Video gemacht? Ganz einfach, das sind so kleine Projekte, wo ich der Meinung bin,
da muss ich wirklich nicht jedes kleine Detail erklären, weil vieles ist selbsterklärend und es gibt auch viele andere Kanäle, die das viel besser machen. Aber ich möchte trotzdem gerne diese kleinen Projekte auch festhalten, ja, und aus diesem Grund habe ich dieses Format mal gestartet. Ich nenne das Timelapse-Videos, es wird jetzt, beziehungsweise ich habe auch eine Playlist erstellt, Timelapse-Videos, da ist allerdings nur das eine Video drin. Und hiermit möchte ich euch nochmal ankündigen, falls ihr in Zukunft plötzlich solche Videos auf meinem Kanal seht, dann nicht wundern. Also das sind, wie gesagt, kleine Mini-Projekte, wo es sich wirklich nicht lohnt, da jetzt großartig ein riesen Video draus zu machen, wo ich jedes Detail dann erkläre. Aus diesem Grund werden diese Projekte immer per Zeitraffer laufen, aber so, dass man schon die Veränderungen sieht und man auch, also ich versuche es natürlich so zu machen, dass man auch alles nachvollziehen kann, so dass die Videos auch interessant werden. Wer diese Videoart nicht mag, einfach wegschauen oder nicht angucken. Ich versuche diese Videoart mittwochs rauszubringen, nicht sonntags zum Hauptsendezeit, sage ich jetzt mal, sondern ich versuche diese Videos immer mittwochs rauszubringen, außer ich habe es absolut nicht geschafft, für Sonntag etwas vorzubereiten, dann vielleicht, aber eher selten. Wie gesagt, es sonntags soll immer für Projekte bleiben und mittwochs hatte ich ja damals auch schon angekündigt, dass ich da nur noch ab und zu mal Videos hochlade, wenn ich es zeitlich schaffe. Einige von euch kennen ja den Maschinenraum. Das war das allererste Projekt, was ich auf diesem Kanal quasi veröffentlicht habe. Aufbau des Maschinenraums. Es geht um Folgendes. Ich habe in diesem Maschinenraum viele Maschinen, wo ich Holz mit bearbeite, Metall mit bearbeite und so weiter und so fort. Und bisher war das immer nur so ein bisschen Mittel zum Zweck. Das heißt, ich bin schnell hier reingekommen, habe was gearbeitet und bin auch wieder raus. Aus diesem Grund sieht es auch jetzt aktuell dementsprechend aus. Das heißt, hier ist wirklich ja, viel durcheinander und ich lasse einfach das Zeug liegen. Und was mich aber am meisten stört und was ich jetzt ändern möchte, sind so Sachen wie sowas hier, Späne, die hier rumfliegen. Ja, egal ob ich jetzt hier am Drehen bin, am Fräsen, Bohren, was auch immer. Der ganze Staub, die ganzen Späne und so weiter und so fort. Ja, hier auch wieder alles voll. Das ist ein Thema, was mich extrem stört und ich natürlich jetzt ändern möchte. Wie möchte ich das ändern? Ja, klassischerweise mit einer Absauganlage. Ich war schon mal ein bisschen fleißig und habe etwas Material besorgt. Das heißt PVC-Rohre, das sind ich glaube 50 mm Rohre. Das reicht für mich, für meine Zwecke völlig aus. Und dann habe ich hier noch einiges an Winkeln und hier so Abzweigungen und so weiter und so fort besorgt. Was ich tatsächlich wie viel brauchen werde, weiß ich noch nicht. Also ich habe jetzt aktuell insgesamt 10 von diesen 1 Meter Rohren besorgt. Und das Ganze wird dann so sein, dass ich rundherum im ganzen Raum wie so ein L-Form quasi alles mit, ja, mit Rohren verkleiden, nein, das verkleiden, versorgen will. Das heißt, hier wird es rundherum Rohre geben und überall, wo ich was brauche, also Absaugung brauche, gibt es dann so eine Abzweigung. Jetzt habe ich natürlich keine Lust, jedes Mal zu den einzelnen Maschinen zu gehen und alle Abzweigungen, beziehungsweise wenn jetzt so eine Abzweigung dran ist und hier ein Schlauch zum Absaugen, muss ich ja erstmal irgendwie die anderen Maschinen, die ich jetzt gerade nicht brauche, ja die Absaugung ja zumachen. Da gibt es viele Möglichkeiten, da gibt es Möglichkeiten, so Schiebersysteme zu bauen, wo man dann hingeht und jeden einzelnen quasi zumacht. Es gibt ja, also im Grunde sehr viele Möglichkeiten, was man da machen kann. Ich könnte auch alles offen lassen, dann ist aber die Saugkraft nicht genug oder stark genug und das ist dann auch blöd. Deswegen werde ich das Ganze so machen. Ich werde definitiv an jeder Abzweigung, wo nachher ein Ansaugschlauch dran kommt, eine Einheit hinmachen. Die Einheit muss ich noch entwickeln. Diese Einheit wird dann eine Öffnungs- und Schließfunktion haben, so dass ich dann quasi an dieser Stelle zu habe, wenn ich woanders saugen will. Und da möchte ich natürlich auch nicht hingehen und alles selbst auf und zu machen. Das heißt, Stichwort automatische Absauganlage. Zum einen, dass sobald eine Maschine startet, die Absauganlage von alleine startet, ja, also die Elektronik bzw. der Staubsauger und der Zykloidabscheider, die sollen automatisch dann starten, sobald eine Maschine angeht.
Und wenn die Maschine aus ist, dann soll es eine Nachlaufzeit geben. Ich weiß, das kommt euch bekannt vor, das haben schon einige vor mir schon gemacht. Was ich aber noch an diesem System erweitern möchte, selbst wenn ich eine automatische Absauganlage habe, heißt es ja nicht, dass ich die anderen nicht trotzdem zumachen muss. Und das möchte ich auch automatisieren. Das heißt, ich möchte das Ganze so aufbauen, dass sobald ich zum Beispiel die CNC-Fräse einschalte, alle anderen Klappen automatisch zugehen und nur die von der CNC-Fräse aufgeht. Das bedeutet wiederum, dass ich eine Elektronik brauche. Ich brauche einen Controller, ich brauche Leistungsteile, ich brauche eine komplette Platine mit natürlich Software, Programmierung und so weiter und so fort. Ihr merkt, das gibt ein größeres Projekt. Das wird auch ein Mehrteiler sein. Dieses Projekt hat aber jetzt nicht die oberste Priorität. Ihr kennt die Priorität. Die oberste Priorität hat aktuell Mega 3D-Druck-Projekt. Da muss ich nach wie vor erstmal dranbleiben. Und dieses Projekt kommt mir am Ende auch hierfür zugute, weil ich habe ja keine Lust, wenn ich hier eine dicke Einheit hier konstruiere, nachher aus gedruckten Teilen, ich müsste diese Teile auch drucken, dann habe ich keine Lust, mit zwei Drucker alle Teile zu drucken, da drucke ich eine Ewigkeit. Das heißt, wenn ich 8 Drucker da in dem Regal stehen habe und vielleicht noch die Prototypen dazu, dann könnte ich auf jeden Fall viel, viel schneller fertig werden mit dem Projekt. Da würde ich herkommen, alle 8 anschmeißen und direkt hier, je nachdem wie viel ich brauche, an einem Tag alle Teile drucken. Das ist so der Grundgedanke, was ich jetzt hier vorhabe. Allerdings, wie gesagt, das wird Schritt für Schritt jetzt vorangehen. Das heißt, ich werde als allererstes die Rohre montieren und mir erstmal überlegen, wo was hinkommen soll. Und ich habe mir auch überlegt, auch diese Schellen möchte ich selbst konstruieren und nachher auch drucken. Vielleicht auch aus Holz fräsen, das weiß ich noch nicht. Was meint ihr, soll ich die Schellen drucken oder fräsen? Schreibt mir das doch einfach mal in den Kommentaren. Wenn ich es fräsen würde, würde ich dann, keine Ahnung, irgendeine Massivholzplatte nehmen, vielleicht auch Leimholzplatte und natürlich zusehen, dass ich nicht gerade an den Leimstellen rausfräse, sondern schon im Holz selbst bleibe. Oder halt die Teile konstruieren und drucken. In beiden Fällen würde ich die Teile konstruieren und da würde ich auf jeden Fall das auch mit im Video reinnehmen. Ja, Freunde, jetzt kommen wir zu meinem Haupt-Langläufer-Projekt, Mega 3D-Druck-Projekt. Wie ihr sehen könnt, laufen gerade die beiden Drucker. Die sind jetzt gerade dabei, ein paar Teile für mich zu drucken. Und zwar sind das Turbinen, also Turbinen, Blätter, Schaufelräder und so weiter und so fort. Ich will dabei ein kleines Experiment machen mit einer Wasserpumpe. Aber ich mache da jetzt kein großes Projekt draus. Außer ihr wollt es unbedingt sehen, dann schreibt mir das in den Kommentaren. Dann mache ich doch gerne ein Wasserpumpenprojekt draus. Also wo ich möchte eine Wasserpumpe bauen für den Pool. Und genau. Die Drucker laufen aktuell ganz gut. Ich habe hier und da noch ein paar Schwierigkeiten, und zwar mit den Düsen. Das heißt, die Düse verstopft. Das Problem habe ich auch schon gefunden. Die Düsen, die ich gekauft habe, also die Hot Ends, sind nicht so gut von der Qualität. Das sind die E3D V6, allerdings natürlich keine Original E3D V6, weil ein Original E3D V6 kostet ja schon um die 70, 80 Euro. Das sind günstige Nachbauten aus China und da habe ich halt das Problem, dass gewisse Bohrungen manchmal nicht passen in den Düsen und dann fluchten die Führungen in dem Hotend nicht mit der Düse vorne, also ein ganz schwieriges Thema. Das heißt, da muss ich mir auf jeden Fall nochmal Gedanken machen. Was das Projekt mit den Filamenthalterungen angeht, das letzte Video, was ich hier veröffentlicht habe, ja, ich versuche das mal ein bisschen freihändig. Also, ihr seht, dass das Material von hier oben einfach runtergeführt wird. So sieht das Ganze aus. Die Kiste steht jetzt ganz oben. Und oben in der Kiste habe ich das ganze Material verstaut. Und hier habe ich dann letztendlich meine Rollen, die ich dann auch einzeln hier runternehmen kann. Das war ja das Ziel der ganzen Geschichte, dass ich definitiv so flexibel bin, dass ich die Rollen hier auch einzeln runternehmen kann. Und genau, das heißt, wir haben jetzt hier eine Rolle und links davon würde zum Beispiel die Rolle für den Drucker, der ganz unten hinkommt, dann dran kommen. Und hier genauso. Und auf das Ganze geht dann bis zum Schluss weiter. Genau. Und oben in der Kiste, ich denke, das wird jetzt nicht so interessant sein, da oben drinne habe ich jetzt mein Druckmaterial drin. Und das Ganze funktioniert auch ganz gut. Also ich bin ganz zufrieden mit dem Projekt. Ich habe auch einige von diesen Feuchtigkeitsentziehungskissen, Beutel, Dingens da
da reingemacht in die Kiste. Ich habe keine Ahnung, wie die Dinger heißen. Ja, Freunde, das war's auch schon mit dem Bastelfreak News Teil 10. Ich hoffe, wie immer, das Video hat euch gefallen. Falls das der Fall sein sollte, wie immer, bitte Daumen hoch und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, damit du in Zukunft auch keine weiteren Videos verpasst. Ach ja, damit du keine Videos verpasst, musst du natürlich noch die Glocke aktivieren. Also die Glocke da unten. Also ihr wisst, was ich meine, bei YouTube die Glocke. Nicht die eigenen Glocken aktivieren, das funktioniert nämlich nicht. In diesem Sinne, macht es gut, bis zum nächsten Video.